Herzlich willkommen zu meinem neuen Z21 Tutorial. In diesem Video zeige ich dir, wie man mit dem Tool Maintenance die Z21 Software Update durchführt. Falls du noch kein Maintenance Tool hast, kannst du es von der Webseite z21.eu herunterladen. Das zeige ich dir mal kurz. Der Zugang hat sich etwas geändert auf der Webseite. Du siehst hier in der Mitte oben das Menü und wir müssen jetzt unter Downloads auf Software und Tools, diese geht dann automatisch, wenn du mit der Maus drüber gehst, hier einmal draufklicken und anschließend geht neue Webseite auf. Und wir müssen hier unter Z21 Maintenance Tool auf den Link klicken. Und sobald das geschehen ist, landest du auf der richtigen Webseite. So, hier ist die ZIP-Datei. Wenn du da drauf klickst, wird hier dir direkt angezeigt, dass es heruntergeladen wird. Hier ist noch was Neues gibt, also Erweiterungen zu der Software. Dann hier drunter hast du nochmal die Vorgängerversion und die Anleitung zum Runterladen. So, das war's dann auch. Wie man jetzt hier die Software installiert, zeige ich dir in meinem anderen Video. Dazu geht oben rechts im Bild ein neuer Infobalken auf. Wenn du das Video sehen willst, klick da drauf. Da wird nämlich ausführlich gezeigt, wie man die Software installiert. Jetzt möchte ich aber mit dir das Z21 Update durchführen. Aber bevor wir anfangen, musst du erst feststellen, ob dein Maintenance Tool auch aktuell ist. Erster Schritt ist das Tool einfach starten. Das habe ich bereits. Und dann hier oben im Menü auf Hilfe gehen. Einmal klicken, dann geht es hier unter Menü mit der Aufschrift Info, da drauf klicken und es geht ein neues Fenster auf mit den Aktualisierungen. Ja, hier stehen dann die neuesten Software-Updates drin. Dies kannst du wieder schließen, indem du auf OK klickst. So, dann ist das Fenster weg. Jetzt als nächstes verbinden wir unseren Computer mit der Z21, indem hier auf Verbinden klicken. Du siehst rechts jetzt deine Z21. Hier wird jetzt in meinem Fall eine schwarze angezeigt. Wenn du eine weiße hast, wird natürlich dort eine weiße dargestellt. In dem mittleren Bereich haben wir einmal die Seriennummer. Hier wird natürlich auch deine angezeigt statt meiner und als nächstes hier die aktuelle Firmware-Version von der Z21 und da die Hardware. So, als nächstes musst du auf Firmware-Update klicken, dann geht neue Karte auf und natürlich links im Bildschirm hast du dann die neueste Software-Firmware-Version. Und hier rechts ist der Button oder Knopf mit Aktualisierung. Wenn jetzt da drauf klickst, wird natürlich die Software, die neueste Update dann auf die Z21 übertragen. Das machen wir jetzt mal. So, die LED wird grün an der Z21 und hier auch der Status angezeigt. So, sobald das Update erfolgreich war oder verlaufen ist, erscheint eine Meldung. Diese mit OK bestätigen kannst du wegklicken und damit ist die Update erfolgreich erledigt. So, wir gehen jetzt als nächstes zum Status und schauen nochmal hier, wo in dem mittleren Bereich, wo die Seriennummer steht und die Firmware. Man sieht,
Es hat sich hier vorne was geändert. Da steht jetzt die neue Version drin. So, das war's auch in diesem Video. Danke fürs Zuschauen und wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig es mir mit einem Daumen nach oben.